Der Dorfladen in Schneger sieht aus wie ein ganz normaler Supermarkt. Die Menschen hier am Rand des Wendlandes sind froh, dass sie zum Einkaufen nicht immer in die größeren Städte fahren müssen. Hier gehe ich auch eben sehr gerne hin, und weil es ganz nah ist. Ich muss sonst in viele Orte kaufe ich ein, die weiter weg sind. Für mich ist es optimal. Ich bin viel am Arbeiten, habe viel Stress und zu tun. Also wenn ich dann mal auf den Sonntagabend noch mal schnell los kann, hilft mir das schon sehr. Es ist ganz angenehm, nur 2 Minuten zu fahren, anstatt jetzt noch mal 10 Minuten nach Klenzer extra zu fahren. Manchmal fällt uns abends spontan ein, wir brauchen noch mal eine Kiste Bier, weil Freunde gekommen sind. Dann kommen wir hier auch her und holen uns dann noch mal schnell was. Vormittags sind in der Woche Verkäuferinnen im Laden. Nachmittags, nachts und am Wochenende öffnet sich die Ladentür nur mit einer Kundenkarte. An der Selbstbedienungskasse müssen die Kunden ihren Einkauf selbst einscannen und dann mit der Karte bezahlen. Es passieren mal so kleine Flüchtigkeitsfehler an der Kasse, aber das ist manchmal so, ja, noch Nichtwissen oder Unwissenheit von manchen Kunden, die dann ganz schnell geregelt wird. 16 Kameras sorgen dafür, dass niemand ohne zu bezahlen einkauft. Der Rest ist Vertrauen. Am Anfang hatten viele Kunden mit dem Selbstkassieren Probleme. Meist kamen sie dann nur in den Vormittagsstunden. Aber das Verkaufsteam hat vielen Bewohnern der Region die Ängste vor der Technik nehmen können. Ich rate meistens den Kunden auch, kommt ruhig einmal und kauft an der Self-Check-Kasse ein, wenn wir da sind. Weil dann kommen ja meistens die ersten Fragen im Machen dann einfach. Und dann sind wir da und helfen einmal. Zurzeit gibt es 12 Tante-Enso-Supermärkte in Deutschland. In den nächsten Jahren sollen es 400 werden, so die Pläne der Genossenschaftsgründer. Eigentlich wollte das Start-up aus Bremen regionale Online-Supermärkte etablieren. Aber die ersten Versuche haben gezeigt, dass sich die Menschen etwas anderes wünschen. Wir brachten die Bestellungen mit, haben gleichzeitig von unserem Lieferwagen die Klappen aufgemacht und frisches Sortiment angeboten. Und das haben wir ein Dreivierteljahr versucht zu optimieren. Und dann haben die Leute uns gesagt, ich glaube, wir haben uns missverstanden, wir wollten einen echten Supermarkt haben. Und dann mussten wir uns in der Tat damit beschäftigen und sagen, wenn die Menschen da sind und der Bedarf des Einkaufens vor Ort noch da ist, warum gibt es denn keine Supermärkte mehr? Dorfläden müssen mindestens 3000 verschiedene Artikel anbieten, haben die Dorfladengründer gelernt. Alles, was man spontan im Haushalt braucht, muss auch tatsächlich vorrätig sein. Sonst wandern die Kunden ab. Nachts und am Wochenende werden vor allem Chips und Getränke verkauft. Das Team in Schneger kennt seine Kundschaft genau und hat Vorräte auch für einen größeren Bedarf. Wenn zum Beispiel in unserem Gemeinschaftshaus Feiern sind und ich weiß, wer da feiert, dann geben wir manchmal auch die Info raus, wir haben noch ein paar Vorratskisten in unserem Abholraum hinten. Also wenn das Regal leer ist, kannst du auch in den Abholraum huschen und dir das sozusagen aus dem Lager holen. In den letzten 30 Jahren sind auf dem Land fast alle kleineren Läden geschlossen worden. 24-Stunden-Supermärkte sind eine Alternative, sagen die Menschen in Schneger. Denn ohne Einkaufsmöglichkeit hat das Leben auf dem Dorf für sie auf Dauer keine Zukunft.